Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern. In der Woche für das Leben 2011 soll das Ehrenamt in das Licht der Öffentlichkeit gerückt werden. Das Besondere bei der Kampagne in Limburg: Prominente aus Hessen begleiten Ehrenamtliche bei ihrer Arbeit. Mit Rat und Tat und jeder Menge Neugier haben sich Schauspieler, Sportler, Politiker und andere Repräsentanten auf das Projekt eingelassen. Vom Westerwald bis in die Main-Metropole, vom Mittagstisch für Bedürftige bis zur Messdiener-Gruppenstunde, überall haben sich die Prominenten mit vollem Einsatz engagiert und Aufgaben übernommen, die ihnen ganz neue Erfahrungen bescherten. Dieser Report begleitet während eines ganzen Tages, Stunde um Stunde, die Prominenten quer durch Hessen. Uhr in Lahnstein. Herr von Horn, ich freue mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, hier in Oberlahnstein durch Sie geführt zu werden. Professor Joachim Jordan ist Architekt und gekommen, um einen fachmännischen Rat zu erteilen. Sie haben große Aufgaben schon bewältigt und andere vor. Ich bin nun mal da, um das alles von Ihnen zu hören. Wie haben Sie angefangen? Ja, Herr Jordan, erstmal herzlich willkommen in Lahnstein. Henk van Horn aus Lahnstein ist der Vorsitzende des Fördervereins zur Erhaltung und Renovierung der katholischen Kirchen. 1998 gründete er den Förderverein und sammelte Geld für die Renovierung der Kirche St. Martin in Lahnstein. Und wir haben von der Gesamtausrenovierung größtenteils alles selbst übernommen. Dank ihm kann nun wieder jeder sehen, was das für ein wunderschönes Gotteshaus ist. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Da sind wir echt stolz drauf, dass wir das jetzt über die Bühne gebracht haben. Jetzt haben Sie das große Projekt mit der Orgel vor, was Sie mir jetzt uns gleich mal innen anschauen können. Ja, ganz genau. Und, wenn man schon über eine Stummorgel verfügt, dann ist das ja etwas Einmaliges in Deutschland. Es gibt ja nur ganz wenige Stummorgeln. Ein Grund mehr, sich für ihre Erhaltung einzusetzen. Ja, dann hier sind Sie jetzt. Das zweite große Objekt, was wir nach der Außenrenovierung in Angriff nehmen möchten. Die Orgel ist 250 Jahre alt, muss dringend renoviert werden. Die Orgel als solche, die muss gereinigt werden, auf Vordermann gebracht werden, wobei das Mechanische von der ganzen Orgel komplett erneuert werden muss. Und da können Sie sich vorstellen, das kostet. Das kostet eine Pagage. Aber das ist ja auch das wert. Also es ist ja großartig, wenn man diese ganzen feinen Schnitzarbeiten mit den Vergoldungen sieht, wie da noch das Handwerkliche durchschimmert. Und es ist auf jeden Fall wert, dass Sie sich so um diesen Erhalt dieses Hauses und dieser Orgel kümmern. Wie kommen Sie überhaupt dazu, dieses Geld zu erhalten, wenn Sie das alles ehrenamtlich machen? Man muss die Bevölkerung von Lahnstein ein Objekt zeigen. Wenn die wissen, aha, wir machen nicht oben für die goldene Haare, sondern für die Orgel, dann kriege ich schneller Hilfe, als dass wir sagen, wir machen das generell für die Renovierung von irgendwie etwas. Ja. Sehr schön. Auch mit der durchbrochenen Balustrade, dass man den Organisten sieht beim Spielen. Mhm. Ja. Neben der St. Martinskirche hat der Förderverein noch andere Projekte. Ja, dann jetzt unsere Josefskapelle. Die Josefskapelle ist ein Treffpunkt von Lahnstein. Hier läuft der Lahnhöhenweg, der Rheinsteich. Und diese Kapelle war in einem desolaten Zustand. Und dann haben wir einen Aufruf gemacht und den Lahnstein der Bevölkerung. Und dann ist es uns gelungen, innerhalb von 4,5 Tagen die Kapelle innen und außen zu renovieren. Eine beachtliche Leistung. Und dann ist das hier das Resultat. Also die Kapelle und ein kleiner Garten. Und ein kleiner Garten. Ja, und genau. All das ist die Arbeit des Fördervereins, sich um diese besonderen Heiltümer zu kümmern. Beachtliche Arbeit, die Herr van Horn leistet. Der Eindruck ist überwältigend. Wir erleben, wie Menschen sich für ihre Stadt, für ihre Zeit, für ihre Kultur und für ihren Glauben einsetzen. Und das zu erleben und zu sehen, mit welchem Erfolg das geschieht, ist bewundernswert. Größte Gratulation an alle, die hier mitgemacht haben. Also ich fand die Begehung sehr positiv. Als Architekt muss ich sagen, es wird mit großer Sorgfalt gemacht. Sie würdigen die Denkmale, es wird behutsam vorgegangen, bis zu dem kleinen Garten. All das ist ja sehr subtil und feinfühlig überlegt. Ich fand das formidabel. Vor allen Dingen sachbezogen,
Er hat ein Fachwissen, er gibt einem Rat. Also ich kann ehrlich nur sagen, ich bin heilfroh, dass ich zu diesem Ehrenamtsvorher Ja gesagt habe.